In Rohende, dem Land der Magie, erhalten alle Sylvaner, die volljährig werden, in einer großen Zeremonie den Geist und die Macht ihrer Vorfahren. Deine Mündigkeitszeremonie war etwas ganz Besonderes. Ich, Erzmagier Enviskas, wählte dich als Gefäß meiner Seele. Doch die Dämonen machten unseren Moment zunichte. Brelshaza, Kommandantin der Phantomlegion, stahl meine Seele und nutzt ihre Macht, um zu versuchen, Rohhändel zu vernichten. Brelshaza! Königin Azena gelang es, die Dämonen in eine Pattsituation zu bringen. Brelshaza floh, um ihren nächsten Zug zu planen. Doch ihre Armee überfiel Rohhändel dennoch. Aber du gabst niemals auf. Du botest den Dämonen die Stirn, verteidigtest Rohhändel und brachtest meine Seele zurück. Du bist die Person, nach der ich suchte. Eine Person, die niemals aufgibt, selbst im Angesicht der Vernichtung. Eine Person, die sich dem Feind mit wahrem Mut entgegenstellt. Ich habe verloren gegen einen Sylvaner. Das Schicksal ruft. Umarme das Licht.